Herzlich willkommen. Tauchen Sie ein in die geheimnisvolle Welt Venedigs, die Metropole der Liebe. Das Spiel des Lebens. Ein Tagesorakel am 13. Februar 2018. Das Spiel des Lebens lernt uns, dass wir manche Dinge in unserem Leben sollen spielerisch betrachten oder mit Humor zu nehmen, weil das schenkt uns Leichtigkeit. Und mit dieser Leichtigkeit verspielen wir nicht unserem Leben. Dieser Orakel ist eine Frage-Antwort-Orakel, was unseren Alltag betrifft, ist auch ein Tagesorakel. Wichtig ist, dass ihr intuitiv eine Karte auswählt aus diesem Karussell. Die Karte in die Mitte ist eine zusätzliche Tagesbotschaft. Wer hat diese Karte gewählt? Schauen wir, was sagt die Orakel dazu. In diesen Karten erscheint die Kelchen. Und Kelchen haben einen Bezug zu Wasserelement. Und Wasserelement symbolisiert unsere Gefühle. Und diese Einladung kommt aus Gefühl, kommt von Herzen. Und wenn das von Herzen kommt, dann könnt ihr auch vertrauen. Wer von euch hat diese Karte gewählt? Schauen wir, was sagt die Orakel dazu. Das ist ein Rückzug. Die Stille kann bedeuten, dass ihr sollt momentan zurückziehen, die Stille suchen oder hilft auch eine meditative Haltung, einen Bezug zum euren Inneren zu gewinnen, auch eine spirituelle Richtung. Kann diese Karten auch bedeuten, dass jemand, wo ihr kennt, ist gerade im Rückzug und Ruhe braucht. Wer hat diese Karte gewählt? Schauen wir, was sagt die Orakel dazu. Diese Karte zeigt ein verlockendes Angebot. Was kann ein verlockendes Angebot sein? Das kann die Liebe bedeuten, dass jemand macht ihr ein Angebot, möchte mit euch kontaktieren oder treffen. Kann auch ein berufliches Angebot sein, was sehr gut klingt im ersten Moment. Was aber wichtig ist in dieser Karte, zum Erkennen, dass dieses verlockende Angebot kann gut ausgehen, aber kann auch zum Verlust führen, also ein gewisses Risiko ist dabei. Wer hat diese Karte gewählt? Schauen wir, was sagt die Orakel dazu. Das ist das Gefühl, wenn wir alles hinter uns lassen möchten, die ganze Alltag. Und wir haben dieses Bedürfnis nach Neuanfang, nach dem Motto, egal was kommt, wichtig ist, ich lasse alles hinter mir. Es kann auch ein Angebot sein, ein ganz, ganz neuer Bereich, wo ihr euch nicht auskennt. Und diese Karte vermittelt auch diesen Neuanfang, auch diesen Mut zu haben, etwas Neues auszuprobieren. Wer hat diese Karte gewählt? Schauen wir, was sagt die Orakel dazu. Diese Karte heißt der Tod. Ganz seltenen Fällen bedeutet das wirklich einen Todesfall. Ich schließe nicht aus, dass jemand von euch im Trauer ist oder hat eine erbschaftliche Situation. Aber bei dieser Karte ist es eher untypisch, sondern die Bedeutung dieser Karte ist etwas zu Ende bringen oder von etwas verabschieden. Das kann heißen, verabschieden von Gefühlen wie Zweifel oder Schuldgefühl oder Angst, kann auch bedeuten, dieser Abschied eine Trennung. Natürlich kann diese Karte bedeuten auch eine Kündigung. Etwas geht zu Ende und es ist notwendig, damit etwas Neues beginnen kann. Wer hat diese Karte gewählt?
Schauen wir, was sagt die Orakel dazu. Das ist die Labyrinth. Wer ist in diesem Labyrinth? Seid ihr selbst, weil ihr habt noch eine Partnerschaft, ihr fühlt aber nicht frei und sucht einen Ausweg oder fühlt euch gefangen im Arbeitsplatz und überlegt, wie kommt ihr da raus, wie könnt ihr die berufliche Situation verändern. Diese Karte kann auch bedeuten, dass ihr habt einen Partner oder einen Wunschpartner und ist noch gefangen, beruflich und unglücklich und ihr spürt diese Stimmung oder ist noch verheiratet, ist noch in einer Partnerschaft und ist wie gefangen, aber sucht schon einen Ausweg. Wer hat diese Karte gewählt? Schauen wir, was sagt die Orakel dazu. Das ist die Heiligtum. Natürlich bedeutet das auch dieser Geist, Verbindung zu unserem höheren Bewusstsein oder Verbindung zum Engel oder Verbindung zu Gott. Dieser Glaube kann aber auch ein heiliger Ort sein. Natürlich kann das die Kirche sein, aber heiliger Ort kann auch ein Ort bedeuten, was für euch heilig ist, weil da fühlt euch frei, glücklich. Es kann ein anderer Bereich sein, wie eine Wellness-Oase, wo euch befreit fühlt, also für das Wohlbefinden. Oder geht in die Bibliothek und liest Bücher, weil da findet ihr gerade die Ruhe. Also sucht einen Ort aus, wo ihr die Ruhe findet, was euch heilig ist, weil da fühlt euch befreit und glücklich. Wer hat diese Karte gewählt? Schauen wir, was sagt die Orakel dazu. Es bricht alles zusammen. Dieses Gefühl entsteht bei dieser Karte. Entweder ihr selbst habt gerade dieses Gefühl, ich kann nicht mehr, es ist alles zu viel, das alles bricht zusammen, ich habe keine Lust, ich habe keine Kraft mehr. Kann auch bedeuten, dass ihr habt jemanden in eurer Umgebung, einen Freund, eine Freundin, einen Wunschpartner und diese Person hat gerade diese Situation, diese Stimmung, dieses Gefühl, das ist gar keine Stimmung, das ist schon Gefühl, also ganz traurig und dieses Gefühl entsteht hier, alles bricht gerade zusammen. Und wenn ihr jemand begegnet in eurer Umgebung, dann ist vielleicht gut auch, wenn ihr hilft oder eine Unterstützung gibt. Und jetzt schauen wir die Karte in die Mitte, diese zusätzliche Tagesbotschaft. Innehalten, das ist die heutige Botschaft, was diese Süßigkeit vermittelt. Genauso ähnlich wie hier diese Karte. Haltet nach innen, sucht die innere Stimme, die Intuition, handelt intuitiv oder bewahrt die innere Ruhe, weil daran liegt auch die Kraft. Und ich möchte noch astrologisch auch etwas zum heutigen Tag sagen. Es ist wirklich Spannung heute da. Diese Spannung entsteht durch die Elemente, das erkläre ich ganz genau in meinem Tageshoroskop, Tageshoroskop 13. Februar 2018 in meinem anderen Kanal und das findet ihr unter Dendera Susanna Medici. Aber kurz erwähne ich diese Spannung. Einmal entsteht eine Spannung zwischen Sonne und Jupiter und das kann bedeuten, dass ihr Chancen, Möglichkeiten habt oder Glück und jemand versucht es zu verhindern. Diese Verbindung kann auch bedeuten, dass ihr eine rechtliche Lage habt, ein Gerichtstermin. Und da sind so viele Unklarheiten gerade da, dass dadurch entsteht diese Spannung. Oder weil ihr das ungerecht empfindet. Diese Spannung bedeutet auch Ungerechtigkeit. Und da möchtet ihr die Klarheit, die Orientierung und es ist nicht leichter, einen Ausweg zu finden, eine Lösung. Aber ich sage immer, auf jeden Problem gibt auch eine Lösung und astrologisch gibt wirklich eine Lösung und das ist der goldene Schnittpunkt, was ich immer berechne.
Das erkläre ich auch in meinem Tageshoroskop. Und hier ist die goldenen Schnittpunkt in Tierkreiszeichen Steinbock mit Saturn-Energie. Und das bedeutet, überprüft etwas, nimmt das bitte ernst, gerade wenn es um Gerechtigkeit geht. Und wenn eure Chancen Möglichkeiten ist und jemand versucht, das Schwierigkeiten zu machen oder das zu verhindern, bleibt ihr geduldig, setzt als Ziel und geht in Richtung Steinbock. Und Steinbock ist bekannt bei der Zielerreichung, die 7 Schritte des Steinbock zum Zielerreichung. Also macht einen Plan, wie erreicht ihr diese Ziel, diese Möglichkeit, diese Chance, was das Leben bietet, und lässt es nicht zu, dass jemand da sich einmischt und versucht, das zu verhindern. Heute haben wir nochmal eine Spannung zwischen Mond und Uranus, und da verbindet sich Mond im Steinbock, Uranus im Widder, und bei beiden Energien, das sind Energiefelder und stehen gerade in Spannung, wirken aber auf unserem heutigen Tag, geht es um Veränderungen. Bei Mondenergie geht es um kleinere Veränderungen, bei Uranus-Einfluss geht es um größere Veränderungen. Und gerade bei Veränderungen handelt, wie Umzug oder eine neue Arbeit zu beginnen oder eine neue Beziehung, wenn ihr das vorhabt, jetzt gerade etwas verändern in eurem Leben, entsteht energetisch diese Spannung. Und die Spannung besteht daran, dass er wieder handelt. Schnell, sofort, Steinbock langsam und überprüft alles. Und beide ist ungünstig heute. Ich sage nicht, dass das falsch ist. Es ist nicht falsch, aber das bringt nichts. Zu schnell handeln ist auch nicht gut heute. Zu langsam handeln ist auch nicht gut heute. Und genau das erzählt diese Spannung um allem, was heute betrifft, was um die Veränderungen geht. Hier gibt es auch die Lösung in die goldene Schnittpunkt. Und die goldene Schnittpunkt befindet sich im Fischen, im Tierkreiszeichen Fischen. Hat auch einen Einfluss von Markab, von Sternbild Pegasus, was nichts anderes als die geflügelten Pferd. Das heißt, Ängste loslassen, diese Leichtigkeit verspüren. Das ist mal die Lösung. Und die Fischen bedeuten auch Intuition, intuitiv handeln, nach Gefühl und das alles fließen lassen. Daran liegt die Lösung. Also wenn jemand eine Veränderung hat, egal in welchem Bereich, nicht zu schnell handeln, unüberlegt, aber auch nicht zu viel Zeit lassen und etwas noch vorbereiten, sondern die goldene Mitte zeigt die Tierkreiszeichen Fischen auf Gefühl, auf dem inneren Stimme hören, nach Gefühl handeln, Angst von Angst befreien und im Vertrauen bleiben, dass alles im Fluss kommt. Daran liegt die Lösung. Diese beiden Spannungen sind heute da und diese Botschaften möchte ich auch Zukunft bei diesem Orakel immer mit einfließen. Eine Kurzbeschreibung, was für Einflüsse kommt und wo liegt die Lösung. Wenn ihr noch Unklarheiten habt oder steht ihr vor Entscheidungen und ihr seid unsicher oder ich habe die Entscheidung getroffen und braucht ihr eine Bestätigung, ihr könnt jederzeit mit mir kontaktieren und dazu empfehle ich die Blitzberatungen. Das ist eine E-Mail-Beratung, das heißt, ihr schreibt mir, beschreibt eure Situation und stellt euren Fragen. Meine E-Mail-Adresse ist blitzberatung@denderasusannamedici.com und ich beantworte diese E-Mails blitzschnell, heißt auch Blitzberatung. Und mein Honorar beträgt pro Frage 10 Euro. Und nicht vergessen, ein guter Rat ist immer Gold wert. Und mit diesen Worten verabschiede ich mich. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.